willkommen erstmal zur 13. Sauerländer Top Lounge. Ja, ich finde es besonders schön in diesen tollen Räumen hier. Und die Bringschulte sind ja gut drauf. Das sind ja pfiffige Jungs, die machen das immer super. Wir haben vor kurzem zwei neue Magazine rausgebracht. Das ist der Südwestfalen-Manager. Das ist so ein Wirtschaftsmagazin für die ganze Region Südwestfalen. Und Top-Magazin Antalya. Wir machen so ein Reisemagazin, also ein Top-Magazin für die Region Antalya. Das ist eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, meine ich, die man wirklich genießen kann. Und was schon ein Highlight ist, finde ich. Also ich bin das zweite Mal bei dieser Top Lounge eingeladen. Das erste Mal ist schon ein bisschen länger her, das war auf Schloss Herdringen. Und ja, ich muss sagen, es hat sehr an Niveau gewonnen und es macht Spaß. Ich treffe einige wieder. Ich bin jetzt nicht direkte Sauerländerin, sondern 150 Meter weiter entfernt von Schloss Wocklum, was schon zum Märkischen Kreis gehört. Aber ich bin ja sehr dafür, dass wir diese Grenzen irgendwie nicht mehr so aufrechterhalten. Und von daher freue ich mich, hier dabei zu sein. Das ist eigentlich mein Nachbar und ja, und auch die ganzen Menschen wieder zu treffen. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Delegation aus Afrika, die den Weg hier in Sauerland gefunden hat, hier nach Schloss Melchite, Ihnen vorzustellen. Der kenianische Botschafter der Republik Kenia ist hier heute persönlich mit seiner Frau. Before he comes to tell you what Kenya Wildlife Services do, may I appeal to you to visit our beautiful land, Kenya. Ich schreibe ja auch die Kolumne und ich bin vom ersten Tag an dabei. Auch sehr gerne, weil es ist immer toll und ich freue mich immer, wenn ich hier sein darf. Also der heutige Abend ist wieder ein großer Erfolg, dank den Brink-Schulten-Twins, weil die wirklich wieder die Ideen haben, aus diesem Top im Sauerland ein Event zu machen. Weiter so, meine Herren, toll. Ja, es ist, muss man einfach sagen, bei Baron von Wrede zu sein, ist immer ein besonderes Ambiente. Zumal dieses Jahr hier sehr romantisch hier liegt, vom Tal her oder von der ganzen Struktur hier. Wir stehen jetzt seit Anfang des Abends hier schön draußen, weil das einfach ein tolles Ambiente ist. Es ist ein nicht nur gelungener Abend, es ist vor allen Dingen sehr nett, finde ich, dass die 13. Top Lounge hier stattfindet. 13 war immer meine Glückszahl. Die Gebrüder Bringschulte ist fertiggebracht, mit diesen Top Lounges so ein Wir-Gefühl im Sauerland hinzubringen. Was viel besser ist als das, was mal Herr Rau versucht hatte, wir Nordrhein-Westfalen. Das hat nie funktioniert. Aber die haben es hingebracht, wir im Sauerland. Das ist die zweite Einladung, die ich bekommen habe. Das letzte Mal war ich leider verhindert. Und diesmal habe ich mir gedacht, das musst du unbedingt wahrnehmen. Du hast davon so viel Interessantes, so viel Gutes gehört. Und vor dem Hintergrund bin ich hier. Ich sehe viele Bekannte, viele Geschäftsfreunde. Wir können an der Stelle schön miteinander plaudern und plauschern. Mal außerhalb des Tagesstresses. Schön und gelungen. Okay. Beide Arme vorne liegen und feste Schütteln.